Nadja, soll ich fragen, was du mit unserem Basilikum da machst? Ich habe einen grünen Daumen. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Product Interrupting Day. Wo war ich stehen geblieben? Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wir sollten heute oder wollen einen Productive Day machen. Und Nadja, also einen produktiven Tag im Vlog. So. Also ja, vloggen. Okay, wir vloggen wie üblich, verkaufen es euch aber als Productive Day. Genau. Also wie ihr gesehen habt, ich war heute früh schon einkaufen, habe das Auto kurz ausgesorgt, das habe ich aber nicht mitgefilmt, weil wen juckt das, wenn ich ein Auto aussauge. Und war noch schnell. Ich hätte es gefilmt, aber gut. War noch schnell beim DM und beim Aldi. Und Manu hat so lange ein bisschen hier aufgeräumt und jetzt ist es 9 Uhr und wir trinken jetzt Kaffee und starten gleich unseren Lerntag. Genau, weil ich habe, während Nadja Auto gesaugt hat, mich rasiert und das habe ich auch nicht mehr mitgefilmt, weil wen juckt es? Von daher, willkommen zurück. Wir wollten noch sagen, sorry, dass letzte Woche kein Video kam, aber wir haben es einfach nicht zeitlich nicht geschafft. Und ab und zu gehen uns auch leider die Ideen aus, beziehungsweise wir wissen auch nicht, wo immer derselbe Vlog ist, auch ein bisschen langweilig. Also immer, wenn ihr Ideen habt oder irgendwas Besonderes gerne sehen wollt, haut es einfach in die Kommentare unten rein oder schickt es uns bei Instagram. Wir freuen uns darüber wie Bolle und nimmt uns ein bisschen Arbeit ab. Genau. Genau, also wir lernen heute. In letzter Zeit haben wir viele Spaziergänge gemacht. Das machen wir heute Mittag rum auch, weil das einfach als Lernausgleich absolut gut tut. Ja. Vor allem mittags rum. Oder am Anfang haben wir es morgens gemacht und abends. Unsere Apple Watches waren glücklich wie Butter. Wenn Butter glücklich sein kann, aber was sagt man glücklich wie? Naja, mir fällt kein... Mir fällt keine nicht-sexuelle Metapher ein, also lasse ich es lieber. Und glücklich wie ein Kind? Nein. Kind schnitzeln? Perfektes Timing. Katjas Lieblingsbote war da. Kaum sagen wir gehen ans Schreibtisch, kam der Postbote, denn ich habe mein neues Buch, Zwangsvollstreckungsrecht. Ich habe dann mit mich gestern mit angefangen und festgestellt, dass das Buch, was ich habe, das finde ich ganz furchtbar. Und dementsprechend musste das hierher. Eine Freundin von mir hat mir das empfohlen und dementsprechend geht es jetzt damit heute weiter. Kannst du dich überhaupt noch konzentrieren, nachdem der Postbote da war? Warum? Er hat mir einen schönen Tag gewünscht. Ja, ja, ich frage nur, ob du dich noch konzentrieren kannst, nachdem er da war. Immer kann ich mich konzentrieren. Also ich frage ja nur, ne? Ihr wisst, wir haben eine eigenständige Küche, also mit eigenem Raum. Warum zum Teufel hängt über meinem Bürostuhl das Geschirrhandtuch? Fuck! Zebra bitte! Aber nicht so schnell, brauche ich nicht an. Team! Ich hab das nur ein bisschen übergeschickt. Bude! Da! Es tut ja leider, dass du mit dran machst. Nein, auf dem Ding ist auch. Nein, mach sie dort. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago.
but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. Zeit für Mittagessen, Freunde. Und ja, ich schau mal kurz, was ich uns mache, denn... Moment. Ich habe das hier gekauft und gesagt, wir würden das gerne ausprobieren. Allerdings sind es nur... Steht das drauf? 180 Gramm. Davon werden wir nicht satt. Vor allem, weil wir ja nicht frühstücken. Dementsprechend muss ich mir jetzt mal was überlegen. Aber dieses Bild sieht schon geil aus, oder? Wenn man da noch ein paar Zwiebeln reinschneidet und einen griechischen Salat macht, wäre das schon ganz nice. Ich glaube, daran halte ich mich auch. Es sieht schon ein bisschen merkwürdig aus, muss man ehrlich zugeben. Aber wir lassen uns überraschen. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. A year ago. Fail. Lassen wir uns das jetzt schmecken. Ja, also optisch gesehen, an Jiro geben wir schon mal 0 Punkte, weil das ist kein Jiro, das ist eher so eine Süßkartoffel. Ja, so, sieht ein so bisschen aus wie Süßkartoffelpommes. Süßkartoffel. Ja. Probier mal. Also wir haben die Zutaten gecheckt, da ist nichts drin, was verwerflich ist. Und? Ja, dann nach Jiro schmeckt es nicht. Aber schmeckt? Schmeckt nach gar nichts. Doch leider nur ein Fall für mich. Es ist kein Vorurteil, weil ich jetzt das sowieso ein bisschen skeptisch sehe. Aber es schmeckt nach nichts. Es schmeckt wirklich nach nichts. Okay. Ich habe hier nur einen Bedenken. Na gut, ich würde sagen, wir essen das jetzt mal, weil meins wird jetzt kalt und danach kannst du gerne deine Bedenken äußern. Bis später. Warte mal. Warte mal. Also Guys, kommen wir okay, mal. Okay, kurzes Fazit, kurz. Ja, kurzes Fazit. Ich habe damit ein Problem, wenn die draufschreiben Jiro, okay? Und Jiro ist sehr, sehr geschmacksintensiv. Also wir haben uns irgendwo geeinigt, dass das Produkt an sich von der Konsistenz her gut ist. Aber... Es schmeckt halt nicht wie ein Gyros. Das betonst du das so? Gyros. Ja, also einfach Gyros. Um dich zu nerven. Ja. Nein, es schmeckt halt nicht wie man ein... Jiro aus Griechenland gewohnt. Das soll es ja auch nicht. Like Meat, okay, es ist ein bisschen Marketing, keine Frage. Aber hätten sie es genannt Hähnchengeschnetzeltes, wäre ich d'accord, weil die Würze daher eher passen würde. Aber Gyros ist sehr geschmacksintensiv. Also Schweinefleisch ist sehr, sehr, sehr intensiv im Geschmack. Und das war es leider überhaupt nicht. Allerdings muss ich zugute heißen, wertemäßig ist das top, das Ding. Also richtig, richtig gut. Das ist wirklich, wirklich brutal, weil wenn wir manchmal
Also ich meine, wir essen beide Fleisch, aber wir versuchen halt immer hier und da ein bisschen das zu reduzieren oder es zu ersetzen. Weil es uns einfach auch geschmacklich gut schmeckt, aber wir ein bisschen versuchen nachhaltiger zu sein. Und ich habe immer ein bisschen ein Problem damit, wenn man dann zum Beispiel so ein veganes Schnitzel isst. Die schmecken brutal, aber die haben halt kein Eiweiß. Und das ist sehr wenig. Ja, und du kommst halt 0,0 auf deinen Eiweißgehalt, wenn du wenn du das als Eiweißquelle ansehen würdest. Das ist mit dem hier überhaupt nicht der Fall. Das hier ist fast brutal. 20 Gramm drauf, ja, auf 100 und kalorienmäßig nur 120. Also auch dahingehend ist es im Vergleich zu dem Fleisch, zu dem Schweinefleisch, das sehr fettig ist, deutlich kalorienärmer. Auch in Ordnung. Das einzige Problem... Ist die Würze. Ist die Würze. Naja, das ja, okay, das haben wir schon besprochen. Das Einzige, was ich noch zu bedenken habe, ist, und das ist, betrifft so ziemlich alle Ersatzprodukte, Konservierungsstoffe. Hier stehen keine drin und es wundert mich, wie sie dieses Produkt konservierungsfrei so haltbar machen können. Also von uns auf jeden Fall ein Plus, abgesehen davon, dass es nicht Vigure ist, sondern Vigure. Euche Plus, von mir nein. Weil Gyros drauf ist. Ja, natürlich alle Hähnchen. Hühnchen oder was auch immer. Euch Gyros, nein, Plus nicht. Ja, ist ja gut, beruhig dich. Sollen den Namen wechseln? Ja, ist ja okay. Okay. Gut, von mir ein neutral. Also, von mir ein Plus, auch wenn ich jetzt gleich Ärger kriege. Genau, von Nadja ein Plus, weil Nadja würzt auch in homöopathischen Mitteln. Also von daher, genau. Also ich fand's lecker. Plus und neutral ergibt was? Plus. Okay, let's go für einen Spaziergang zur Postbox und zum Arzt. Hallo. Ich brauche nämlich ein Rezept. Also Manu ist jetzt beim Arzt kurz und holt sein Rezept und ich warte erst mal unten. Und im selben Gebäude war immer die Nachuntersuchung von meinen Augen. Und es erinnert mich immer dran, wie krass es ist. By the way, habe ich mich viel zu warm angezogen. Es hat 26 Grad. Mir ist zu warm, aber würde ich nie offiziell zugeben vor Manu. Ich habe gerade telefoniert. Kannst du mal da den Käfer wegmachen? Bitte, an meinem Schürsenkel. Was darf natürlich nicht fehlen? Kaffee. Und für mich gibt es auch eine Stärkung. Also ich bin jetzt fertig mit Lernen. Es ist jetzt auch schon gleich 6:30. Und der Herr da hinten lernt noch etwas länger, denn er hat zwischendrin immer Lernpausen gemacht. Und wir fragen ihn jetzt mal, warum. Und warum er dabei durch die ganze Wohnung geschrien hat. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Ich habe Kopfschmerz. Deswegen hast du durch die Wohnung geschrien? Ja, vor Schmerz. Mhm. Es kann aber auch sein, dass Griechenland gerade Basketball spielt. Ja. Und dass das spannend ist. Ja. Ich meine, eigentlich brauche ich es nicht gucken, weil wir ja schon weiter sind. Es geht jetzt nur noch um Platz 1 oder Platz 2 in der Tabelle. Aber ja, was soll ich machen? Das Herz blutet, gell? So ist es.
Ach, und weil wir es vorher von grünen Daumen und so hatten, habe ich jetzt höchst professionell mit einem Löffel, weil wir haben keine Schaufel, unseren neuen Basilikum eingepflanzt und das sieht wahnsinnig hübsch aus. Ich bin selber sehr stolz auf meine Einrichtungsskills und Kräuterskills. Also jetzt mal ehrlich, es sieht einfach schrecklich aus. Sieht einfach aus wie Kraut und Rüben. Aber gut. Die Petersilie hat auch schon mal bessere Tage gesehen. Immerhin haben wir neue Basilikumblätter. Aber ja, irgendwie hätte ich auch einen schöneren aussuchen können, weil da sind auch schon so Dings dabei, aber gut. Hey, Einrichtungsskills von Nadja, top. Ja, wir haben kurz vor 8. Ich habe mich nochmal für eine Stunde hingehockt. Und ja. Ja, und gut, ich habe das Spiel nicht ganz verfolgt. Ich habe in der zweiten Halbzeit mal reingeguckt. Und dann bin ich hängen geblieben, eine Dreiviertelstunde lang. Dann war es auch schon oben. Ja. Bei uns kehrt jetzt auf jeden Fall Feierabend ein. Dementsprechend werden wir jetzt noch eine Kleinigkeit essen. Aber nichts Spannendes. Ach, was hast du denn Lust? Okay. Keine Ahnung. Entscheide ich mich noch. Ja, ich denke mal drüber nach. Ich hasse diese Frage. Auf jeden Fall wollten wir uns bedanken fürs Zuschauen beim Vlog. Wir hoffen, er ist euch... Nein, das ist nicht Vlog. Das ist ein Productive Day gewesen. Wir hoffen, auch wenn es wie immer dasselbe war, dass es für euch nicht... Zu arg langweilig war. Es kommt demnächst bestimmt wieder was Spannenderes. Und ansonsten bedanken wir uns fürs Zuschauen. Hinterlasst gerne Feedback und bis zum nächsten Mal. Genau. Ciao, Servus, Ade, Vache.